Hallo meine Lieben zum Teil 7 und 8 der Skyrider Drohne. In diesem Teil geht es jetzt endlich weiter. Ich weiß, ihr musstet ein bisschen warten, aber irgendwie hat sich das mit den Lieferungen wieder etwas verzögert. Und ich habe letzte Woche den Teil 8 bekommen und wollte natürlich mit diesen zwei Teilen in ein Video weiterverfahren. Deswegen habe ich vorher nichts von mir blicken lassen. Und wie ihr seht, ist auch in Teil 7 etwas weniger los. Wir bauen wieder nur einen Motor zusammen und befestigen die Halterung für die spätere GoPro-Aufnahme. Sonst ist nur ein Regler mitgekommen und ein Prop. Und deswegen haben wir jetzt nicht so viel zu tun, beziehungsweise auch so diese Gelenke für die Arme. Wobei kein Arm zusammengebaut wird. Was mir dann noch aufgefallen ist, dass der Arm, beziehungsweise die beiden Arme, der hintere Arm, auch mit auf die rechte Seite gehört. Das ist ein Fehler, weil beim letzten, bei der letzten Zeitung war das nicht ersichtlich, in welche Richtung der jetzt zeigen muss. Und da ich mit rechter Arm, linker Arm nicht so viel anfangen kann, möchte, wie auch immer, habe ich das falsch zusammengebaut. Aber am Ende war es jetzt nicht so schlimm. Ich habe das dann später nochmal korrigiert und habe das jetzt so, wie es in der Anleitung ist. Leider hat sich auch dieses Mal wieder das zugetragen, dass viel mitgeliefert wurde und man eigentlich das meiste wieder in Karton tun konnte, weil es irgendwann später benutzt wird, beziehungsweise dass man Dinge ausgepackt hat zum Bauen, die schon zwei, drei Teile vorher geliefert wurden. Nach wie vor finde ich das ein Nachteil, weil man so ein bisschen durcheinander kommt beim Bauen, beziehungsweise manchmal die Formulierung nicht so richtig sofort versteht, weil hier dann von Bauteilen oder von Bauschritten geredet wird, wo man damals noch nicht sich die Gedanken gemacht hat, das zu notieren, zu welchem Bauschritt jetzt diese Tüte gehört. Und deswegen komme ich jetzt persönlich so ein bisschen in die Bredouille. Durch meine Erfahrung mache ich das natürlich wieder wett, aber wer dann unerfahren ist, der kommt dann ganz leicht durcheinander. Übrigens solltet ihr auch die Motoren nochmal testen, weil bei diesem Motor habe ich festgestellt, dass keine Madenschraube drin war. Und bei einem der letzten war die, glaube ich, drin. Hab dann aber nochmal alle kontrolliert und es passte noch alles, von daher ging das dann. Ich habe auch diesmal alles ein bisschen schneller gebaut, weil ich jetzt schon eine Routine drin habe. Hab jetzt also den Zeitraffer etwas schneller gemacht, weil ihr Aufbauten seht, die ihr schon vor mehreren Teilen schon mal gemacht habt, zum Beispiel den Arm. Und da war ich schon mit Teil 7 fertig. Also es waren wirklich nur zwei Sachen zum Zusammenbauen. Zwei, drei. Und in Teil 8 war ein bisschen mehr dabei. Aber der Schein trübt, weil die zwei größeren Teile gar nicht aufgebaut wurden. Fand ich ein bisschen schade. Im Heft waren wieder interessante Themen, gerade für Anfänger drin. Also da dürft ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Das lohnt sich immer, finde ich. Diese beiden Teile. Ich habe erst gedacht, wir bauen jetzt wirklich wesentlich weiter. Aber später las ich dann, dass man die einfach nur zu Testzwecken anschrauben sollte. Nur wenn man in Plastik schraubt, habe ich ja schon mal gesagt, irgendwann ist es ein bisschen ausgenudelt. Deswegen habe ich das Ganze gelassen. Und das empfehle ich euch auch, weil die Teile passen natürlich. Dann noch ein kleiner Hinweis, auf den runden LEDs sieht man, ob rot oder blau durch den auf den LEDs sieht man, ob es rot oder blau ist, dadurch, dass da ein Lötpunkt drauf ist. Hier habe ich nochmal geschaut, ob die Arme, die haben ja solche Pfeile, ob die irgendwie was mit der Propellerdrehrichtung zu tun haben oder mit der Flugrichtung. Irgendwie bin ich da nicht zu einem Schluss gekommen und habe das einfach jetzt so zusammengebaut, wie es ist.
war auch diesmal etwas fummelig, aber da man das ja schon mal gemacht hatte, ging das eigentlich relativ zügig von der Hand und braucht man eigentlich keinen Kommentar mehr dazu verlieren. Wie ihr seht, habe ich bei dieser Gelegenheit dann nochmal den Fehler berichtigt und habe dann nochmal die Motorkabel geflechtet, weil ich das leider bei diesem Arm vergessen hatte. Und da ich das einheitlich gleich haben wollte, habe ich das auch nochmal schnell nachgeholt. Und da ging es auch schon zu der LED-Platine. Die ist relativ einfach aufgebaut, die muss einfach nur eingesteckt werden, da müssen die richtigen LEDs angesteckt werden. Da ist auch nochmal eine gute Anleitung in dem Heft drin, da kann man nichts falsch machen. Das Einzige, was man aufpassen muss bei den kleinen Steckern, dass man die auch richtig rum reinsteckt, weil sonst hat man irgendwann ein großes Problem. Und fertig! Das war's schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir ruhig einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ich besser machen könnte, ob ich irgendwo einen Fehler habe oder. Und dann hoffe ich, dass die nächsten beiden Teile rasch geliefert werden, dass es wieder heißt, einen weiteren Teil für die Skyrider-Drohne zu bauen. Bis dahin, tschüss!